Hallo, mein Name ist Eva Göbner und ich wurde interviewt für den Kongress Selbst geheilt. Im Jahr 2018 wurden bei mir Eierstockkrebs und Bauchfellkrebs diagnostiziert. Es war in sehr weit fortgeschrittenem Stadium und ich hatte eine sehr schlechte Prognose. Doch ich habe mich gegen die Schulmedizin und gegen den mir empfohlenen Weg entschieden und habe mir meinen eigenen Weg gesucht mit ganz vielen alternativen Mitteln. Ich habe die Ernährung umgestellt, ich habe ganz besondere Kliniken gefunden, die mich unterstützt haben und Ärzte, die wirklich an meine Heilung geglaubt haben. Und so habe ich nie den Gedanken zugelassen, dass irgendetwas schiefgehen könnte. Ich habe von Anfang an mich auf die Heilung konzentriert und hatte sie nach 10 Monaten tatsächlich erreicht. Wie ich das gemacht habe, erzähle ich im Interview und ich würde mich freuen, wenn du nicht nur zuschaust, sondern auch einen Kommentar hinterlässt. Bis dann!